Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Kontraband Police. Wir haben einen neuen Anruf bekommen beim letzten Mal und haben jetzt die Chance, die blutige Faust niederzustrecken. Denn die Rebellenanführer, die treffen sich beim betrunkenen Bären. Und da fahren wir jetzt einmal mit unserem neuen Fahrzeugchen, was wir noch gar nicht ausprobiert haben. So, ich muss wahrscheinlich rechts, ne? Ja. Ich muss eigentlich immer nur... Vorsicht! Kann ich hier auch... Hat der auch Martinshorn? Ja, er hat auch Martinshorn. Gut. So, dann fahren wir mal los. Wir haben nur 4 Minuten. Oh, die Kiste ist aber echt lahm. Die Kiste... Oh, shit, ich muss hier längs. Ich hoffe, sie ist wenigstens robust. Okay, so. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob das richtig war, dieses Fahrzeug zu nehmen, denn das Ding ist wirklich sehr lahm. Und ich hoffe, wir müssen gleich keinen verhaften, denn... Wir haben keinen Platz mehr im Knast. Wir haben jetzt 8 Leute im Knast. Das heißt, wenn wir jetzt noch jemanden verhaften, dann müssen wir die auf jeden Fall sofort ins Arbeitslager bringen. Und ich könnte mir vorstellen, dass dies hier sowieso die finale Mission ist. Wir werden es mal sehen, ob das Spiel danach vorbei ist oder ob es noch weitergeht. Aber ich, wie gesagt, ich könnte es mir vorstellen, dass das finale Ende ist. Oder... Ja, es ist ein bisschen sperrig, das Fahrzeug, ne? Wer stellt denn da auch so eine... Was ist jetzt? Soll das so sein? Junge, fährst du mal aus dem Weg? Oder ist das eine Falle? Komm ich hier vorbei? Ne, ich glaube, der ist einfach zu doof zum Autofahren. Da kann halt nicht jeder so gut fahren wie ich, ne? So, wir haben noch 2 Minuten 40. Ich hoffe, das schaffen wir noch, aber das sollten wir eigentlich schaffen. Alright. So, dann einmal hier um die Kurve. Und wie weit ist es noch? Okay, nicht mehr allzu weit. Genau, hier ist schon das Arbeitslager. Eigentlich hätten wir auch mal die Dudes gleich einladen können, ne? Aber wir hätten keine Zeit gehabt, die alle abzugeben, weil wir haben nur noch knapp 2 Minuten. Das hätten wir in der Zeit nicht geschafft. Oh Gott, dieses Fahrzeug macht mich fertig. So. Ja, 2 Minuten, das schaffen wir locker. Ich hoffe nur, wir haben genug Munition dabei. Wir haben ja zum Glück beim letzten Mal noch bei Vlad was eingekauft. Sollte eigentlich reichen. So, betritt das Gebäude. Ja. Erstmal muss ich wahrscheinlich die Dudes da ausschalten, ne? Oh. So. Dann mal... Diese hier. Scheiße, nee, ich mach mal meine... Warte mal, wo war meine Sniper? Wo war meine Sniper? Da ist meine Sniper. Oder? Nee, ist nicht meine Sniper. Verdammt! Das ist meine Sniper? Nee. Warte mal. Wo ist denn jetzt meine Sniper? Auf der 6. Okay. Auf der 6. So. Und natürlich erstmal nachladen. Natürlich. Lass sie alle Zeit der Welt. So. Treffe ich gerade keinen. So, doch jetzt. So, wie viel sind das? Okay. Das war's schon. Easy. Oh, okay, war's doch noch nicht. Oh, ich muss sagen, die Sniper, mittlerweile mag ich sie doch ganz gerne. Weil sie macht wirklich tödliche Schüsse. Alright. Huch! Guten Flug! Alright. Ja, wo läufst du denn jetzt hin? So, war's das? Einer noch? Mit 2 und 3 noch. 4 noch. Wo kommen die jetzt noch alle her? Kuckuck. Mäuschen, sag mal piep.
Alright. So, ich sehe keinen mehr. A zwali odsieczników. Nie ma drewno trza. Gari, es jo ist. Ich muss doch mal in Deckung gehen. Zapnita bydlo. Aczmy budro ochronili. Okay. Frage ist, wie viel Verstärkung kommen? Sind die endlos, die Verstärkung, oder muss ich das Gebäude stürmen, oder kann ich erstmal von hier aus ein bisschen clearen? Das ist die Frage, ne? Komm, wir müssen mal ein bisschen was riskieren. Ist der hinten, oder? Warte mal. Guck mal, ob der hinten ist. Gab's ja auch einen Hintereingang, ne? Jetzt nehme ich aber, glaube ich, lieber die Shotgun. Welche war denn die Shotgun? Das hier, ne? Shit, ich komme gar nicht von hinten durch. Wir hätten da abgeschlossen. Ach Gottchen. So, dann müssen wir halt doch von hier. Oh. Methyd sind hier gar nicht. Hier vielleicht noch jemand am Scheißen? Hallo? Irgendjemand noch hier? Nö. Gut, es war mir gerade ein bisschen zu einfach. So, wir gucken mal, ob du noch irgendwas hast. Ne, brauche ich nicht. Ich will nur Munition. So, wahrscheinlich sind hier noch irgendwelche drin, ne? Jawohl. Noch jemand? Hast du noch Munition? Ja, die nehmen wir gerne. Und was mit dir? Sie mir ihre Beine breit machen müssen, ne? Sieh ich so aus, als wenn ich... Naja, egal. So. Warte ganz kurz. Oh, wieso musst du schon wieder nachladen? Na, hör doch mal auf nachzuladen! Oh, diese Shotgun, die macht mich fertig. So, hat er sich jetzt im Schrank versteckt, oder? Ich hab keine Ahnung, wir gucken gleich mal. So, dann, oh ja, das nehmen wir gerne mit. Hm, der hat sich im Schrank versteckt, ne? Der Idiot. Was ein Feigling. So, das kann ich nicht mehr stacken und wir sind wieder voll. Kann ich hier noch irgendwie? Nee. Guck noch mal eben, anscheinend haben wir Zeit. Anscheinend haben wir Zeit. Vielleicht finden wir doch noch mal eine KGP-Datei. Irgendwo hier. Hier im Schrank vielleicht. Eigentlich gehört sowas doch hier rein. Nee, aber wirklich nicht. Hm. Ja, anscheinend ist hier nichts mehr zu looten. Ich will natürlich jetzt auch ein bisschen das in die Länge ziehen. Weil, wenn da jetzt wirklich der Dude drin ist und den machen wir einfach fertig, dann war es das ja und dann war es eine sehr kurze Folge. Deswegen, aber egal, komm, wir machen jetzt. Wir gucken mal. So, was ist das? Okay, das scheint doch noch ein Geheimraum zu sein. Aua! A ja znaję, gdzie to Wysławica was. Wy pozmyśleć. A da stanowka naszej rewolucji. Boah, hab ich so gedacht, ja. Utroszne acz twarowna. Igor Akarow, eto heno kryminał zabraćtwa. Premestie da historii. Sadaczlo, wylisz to eto nie tap. Diena atma mienitie andinia. Wo ist meine Knarre? Ich hab... Nein! Wo, da? Ja. Und nochmal. Komm, nochmal. Okay, reicht wohl, ne? Hast du Schluckbeschwerden, oder? Oh, Errungenschaft freigeschaltet. Lang lebe die Partei. Errungenschaft freigeschaltet. Unerschütterlich. Der Sieg der Partei. Nach dem Tod von Mikhail Garin löst sich die blutige Faust auf und alle, die mit der Organisation in Verbindung stehen, werden aufgespürt und ins Arbeitslager eingesperrt. Igor Akarow führt seinen Plan zur Befreiung der Arbeiterklasse außerhalb des Landes aus. Am 16.06.1981 bequert die Große Befreiungsarmee die Grenzen und erklärt den Kapitalisten den Süden
Des Süden des Kriegs. Okay. Boris Obarankov. Nach vielen Tagen der Folter gesteht er, dass alle Aktionen der Bande von der blutigen Faust gesteuert wurden. Er stirbt schließlich im Verhörraum der Polizeistation in Karikatka. Wahrscheinlich Allergie oder sowas, ne? Also, ich glaube, die Verhörmethoden, die waren ganz normal. So, Grigori Belov. Die Informationen, die er sammelt, erweisen sich als entscheidend für den Prozess gegen die Rebellenaktivisten. Da er nicht mehr dienstfähig war, wurde er vorzeitig pensioniert. Er wurde am 5. Juni 1989 mit allen Ehren auf dem Friedhof in Satikan beigesetzt. Jo, rest in peace, ne? Piotr Kafka. Nach seiner Rückkehr in die Hauptstadt hilft er dabei, die Verstecke der blutigen Faust anzugreifen, wofür er mit dem Verdienstkreuz ausgezeichnet wird. Nach vielen Jahren wird er zum Minister befördert. Ja. Glückwunsch, Junge. Glückwunsch. Timur Koritschenko. Er wurde zu 40 Jahren Zwangsarbeit zu einem Steinbruch verurteilt. Während einer Meuterei im Lager im Jahre 84 wird er verwundet und kommt nur knapp mit dem Leben davon. Schließlich flieht er aus dem Land und lebt allein im Versteck. Er hat sich nie mit dem Scheitern der Revolution abgegeben. Na, sowas aber auch. Gavrilov. Er verbringt seine letzten Tage im Gefängnis und hofft bis zum Schluss auf die Befreiung durch die Rebellen. Er wurde am 5. Juni 1982 an die Mauer gestellt und durchgekitzelt. Kommt jetzt noch was oder... Oh. Okay, das war tatsächlich das Ende. Okay. Ja, wie ich es mir gedacht habe, wirklich das Ende. Doch etwas schneller, als ich gedacht habe. Ich habe natürlich gehofft, dass diese Mission ein bisschen länger dauert. Aber es wird deswegen nur ein ganz kurzer Part hier sein. Aber ja, kurzes Fazit zu diesem Game. An sich nett. Die Story hat mir gefallen. Allerdings muss ich sagen, es wurde mit der Zeit dann doch sehr eintönig. Gerade die ganzen Kontrollen. Da hätte ich mir gewünscht, dass doch ein bisschen mehr Abwechslung war, beziehungsweise dass dann irgendwann man die Kollegen so aufleveln kann, dass die zumindest einen Teil übernehmen. Das heißt, zum Schluss wurde es dann doch eher, ja. Aber ich will mich nicht beschweren. Nichtsdestotrotz, im Großen und Ganzen hat es mir Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Und ich hoffe natürlich, wir sehen uns da im neuen Let's Play. Ich bin mir noch gar nicht sicher, was als nächstes kommt. Ich schau mal. Okay. Euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.